Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play Twain Fever Staffel Nummer 4 mit mir, dem Felix. Und wir... Weiß ich noch nicht so ganz, wie es aussieht, ob wir Plus kriegen oder nicht. Es ist nicht viel. Aber es sind zumindest grüne Zahlen. Vielleicht kriegt es sich ja langsam alles ein, aber dass hier so viele Güter zu Fuß unterwegs sind, das gefällt mir überhaupt nicht. Und 6 kann er mitnehmen. 7 Watten und 6 kann er mitnehmen. Da können wir ja eigentlich mal einfach mal ins Depot schicken. Ja, dahin geht's auch nicht ins Depot. Einfach mal nochmal welche von der Linie runterhauen. Weil so viele wie hier vorne braucht man ja. Und es machen sich trotzdem noch genügend zu Fuß auf den Weg. Hier kommt ein einsames Öl an. Manchmal, wenn der Bahnhof immer knippelvoll ist, was er jetzt gerade eigentlich wieder nicht ist, dann machen die sich zu Fuß unterwegs. Und dann kommt diese übelste Schlange nach Weißwasser rein. Hoppala, verkaufen. Güterfreiberg. Genau, das ist die hier. Die Zugstrecke Güterfreiberg, da macht extremst Minus. Fährt er nicht voll? Der fährt nicht wirklich voll. Aber Freiberg entwickelt sich, finde ich, gerade extrem gut und weiß was er auch. Auch hier so nach außen hin gefällt mir. Und auch Weißwasser geht auch nach dem Anschein her auf die andere Flussseite mit rüber. Das ist auch schön. Sagen wir mal, wieder ein Stau irgendwo? Der wartet. Ja, Tatsache. Kacke! Scheiße, so ganz klappt es noch nicht. Problem. Hier kriegt man keine Ausweiche mehr hin. Och, Menu, ey. Ach, scheiße. Jetzt steht der ja schon wieder und wartet. Kann ich schnell abfangen, bitte? Umdrehen. Ja. Das wird alles entlädt. Wir brauchen noch eine Ausweiche. Das klappt hier noch nicht so ganz mit dem Bahnhof. Fährst du jetzt bitte los? Danke. Fährst du noch voll? Da hat wieder was verloren anscheinend. Kommt mir so vor. Wir müssen das Stück müssen wir zweigleisig irgendwie ausbauen. Sonst klappt das nicht. Das Zweigleis klappt. Ach, schade. Ja. Kommen wir jetzt hier einfach weg? Ja. Krümmung zu groß. Okay. Und hier ruppen wir leider einen
ganz schön große Stücke weg. Man sieht auch nicht viel von der Weiche. So. Ah, nee. So. Dann können wir vielleicht dann doch noch mal so. 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 Eingleisig, oh, ich werde so richtig wortkarg, wenn ich extrem sehr am Überlegen bin. Von hier können wir hier wechseln. Und jetzt brauchen wir hier nochmal zu. Ah, geht das? So und so. Du wirst auch eingleisig. Ah, hä? Ach, jetzt haben wir die Wegpunkte nicht mehr, deswegen ist das hier so ein bisschen eigenartig. Aber sollte gehen. So, ich würde mal Play drücken. Mal gucken, wie es sich jetzt verhält. War es ja wirklich, ja, dann Autosave, aha. In dem Bereich dann gestockt hat. Und jetzt haben wir ja noch einmal die Möglichkeit auszuweichen. Der fährt hier hoch. Okay, der benutzt halt jetzt das linke Gleis. Nimmt auch alles im Bahnhof mit. Allerdings ist die Frage die, ob der für sich voll fährt. Das macht er halt nicht. Der wartet hier. Und die haben sich jetzt gerade hier begegnet. Und Alter, hier ist so ein Ölüberschuss einfach nur. Und der produziert halt ohne weniger. Keine Vergrößerung oder Verkleinerung geplant. Das finde ich so krass. Mensch, du Mensch, du Mensch. Der kommt mit 35 an. Macht denn das hier hin? Das war komische Kringel vorn. Der Güterzug kommt gerade hier an. Die begegnen sich jetzt hier. Denn wenn ich jetzt einfach mal das Signal jetzt hier wegnehme. Das wäre jetzt nochmal, ob es danach vielleicht auch funktioniert. So, wo sind die Züge? Hier.
Da. Und? Hier, Ampelladen. Oh, jetzt ist das Bein abgerissen. Oh, ein Glück. Eigentlich stand Zug drauf. Die werden auf alle Fälle immer voll fahren, wenn ich ihn erwische. Da. Fahrzeugdepot Weißwasser. Da steht noch irgendwas. Hier ist Weißwasser. Und wo ist das Fahrzeugdepot? Hier, ne? Hier, ne? Ortseingang. Hier. Fort. Wie sieht eine Jahresbilanz aus? Oder rote Zahlen? Okay, dieses Jahr hat jetzt gerade angefangen, aber die Zahl wird ja jetzt nicht unbedingt kleiner. Und es machen hauptsächlich die Güterzuglinien minus. Alter, was hier los ist auf der Straße? Wir müssen wahrscheinlich doch nochmal das Öl irgendwie per Straße abfahren. Also so richtig. Nur über den Zug funktioniert das, ne? Was haben wir denn noch, eine Stadt in der Nähe? Potsdam. Potsdam dann noch gleich mit Güter voll scheißen. Freiberg hat ja anscheinend irgendwie genug. Ehrenfurt von Ehrenfurt. Okay, ist gestiegen. Was? Die Güter, die machen aber immer noch in Richtung Weißwasser. Als ob wir noch nicht genug Güter nach Weißwasser schaffen könnten. Obwohl, die Abdeckung ist ja da. Ah, Straßenfahrzeuge sind mir Wurst. Boah, es wäre mal interessant, in den Kommentaren mal zu wissen, was ich hätte anders machen müssen oder wie ich es jetzt noch am schlauesten vielleicht korrigieren kann, dass ich mal wieder einigermaßen profitabel werde. Boah, ja. Güteröl macht ganz schön viel jetzt. Wie sieht denn das Jahr aus? Dieses. Okay, ist wieder in dem Plus. Also wäre mal interessant zu wissen, ne? Irgendwie wieder mal, was ich jetzt hier gerade falsch mache, was ich. Weil ich will auch gerne so eingleisig bleiben, weil das fest finde ich. Jetzt mit den Ausweichen und jetzt funktioniert es ja eigentlich auch. Sollte zumindest jetzt so funktionieren. Okay, ich muss jetzt erstmal gucken. Ich habe jetzt ganz viele blöde Videoaufnahmen hier in meinem Ordner. Ich muss das jetzt erstmal alles zusammenschneiden, weil immer, sobald hier Autosave kam nach einem Jahr, ist ja das Spiel abgestürzt, aber immer auf den Desktop geswitcht. Und dann wurde immer großer Mist raus. Okay, deswegen sage ich mal ganz einfach, das war's. Erstmal wieder für diese Folge. Fährt aber einigermaßen voll, okay. Weil die fahren sehr dicht hintereinander, die zwei Personenzüge. Was ist denn das hier für eine? Das ist noch eine der ersten Loks und hier habe ich dann schon die neuere, ja, die ist dann halt schneller. Und die fährt dadurch immer hinterher. Aber wir machen plus mit der Steige, glaube ich. Ja, also, na, es war's für die Folge. Ich höre jetzt auch erstmal auf mit aufnehmen. Und ja, die nächste Folge ist dann eben in der nächsten Aufnahmesession entstanden. Okay, ich danke wie immer fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Hoffe natürlich auch, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Und ich sage mal ganz einfach, bis zur nächsten Folge. Bis dahin und ciao.